Moin. Jo, heute mal wieder ein Modell von Böker aus der Böker Plus Linie, aber nicht irgendein Modell, sondern durchaus ein ja, sehr ungewöhnliches Sammlerstück. Bevor ich da näher drauf eingehe, gehen die besten Grüße raus an Claudia, Rudi, ans Messerkontor. Claudia war nämlich so lieb und hat mir eines dieser Sammlermesser für eine Vorstellung zugeschickt. Ja, viele von euch, die die Hintergründe zu diesem Messer kennen und die auch ganz nebenbei auf Fett Carbon stehen, die dürften jetzt, glaube ich, schon angemacht sein. Die Damast-Freunde, ja, handgeschmiedeter Damast. Vielen Dank, Claudia, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Modell kennenlernen zu dürfen, mal in die Hand zu nehmen. Solltet ihr Interesse an diesem Sammlermesser haben, dann findet ihr einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Da ist Claudia eine Top-Adresse. Jo, und bevor ich euch ein bisschen was zu diesem Projekt, zu diesem Messer erzähle, erst noch mal kurz den Böker Outdoor Collection Herbst Winter 22 vor die Cam gehalten. Da haben wir nämlich das Messer gleich nochmal. Das Böker Plus ME 109 Damast mit sehr, sehr viel Text. Ich werde mal gucken, dass ich euch den Text, die ganze Historie zu diesem Messer oder zumindest einiges davon in die Videobeschreibung mit reinpacke. Ist doch durchaus interessant. Da hat Böker doch immer wieder ganz tolle Sachen am Start. Ja, das ist schon was Besonderes. Und da hat sich jetzt Böker einmal mehr an ein neues Projekt rangewagt. Ja, hier eine Messerschmidt. Auch in einer. Ja, vielleicht farblich ist da doch was zu erkennen. Gemeinsamkeiten, legendäres Flugzeug, wenn ich das dem Text jetzt richtig entnommen habe, mit 33.000 gebauten Maschinen, das meistgebaute Jagdflugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Generell kenne ich mich, egal welcher Aspekt, historisch oder technisch, mit der Luftfahrt nicht aus. Habe bei Wikipedia aber zum Beispiel gelesen, dass das meistgebaute Flugzeug wohl eine Cessna war, mit über, ich glaube, 44.000, 45.000 Modellen. Da ist das dann umso eindrucksvoller, dass von der Messerschmitt 109, ja, so viele Modelle gebaut wurden, so viele Flugzeuge, 33.000, das ist schon wirklich eine Ikone und das hat man jetzt aufgegriffen und versucht als Messerdesign umzusetzen und als Sammlerstück. Und genau so betrachte ich dieses Messer. Das ist für mich nichts, was ich mir zulegen würde zum Arbeiten. Kostet natürlich ein paar Euro, dieses Modell. Da liegen wir bei knapp 400 Euro, 399 werden da aufgerufen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die wenigsten Leute, Besitzer, die sich dieses Messer kaufen, auch vorhaben, es zu benutzen. Für all diejenigen doch, die dieses Messer tatsächlich nutzen wollen, denen sei gesagt, was ich so beurteilen kann, zumindest im Dreifingergriff, auf der Cockpit-Kanzel ruht dann mein Daumen. Ergibt sich für mich eine ganz gute Ergonomie. Das Messer kommt leicht daher. Technische Daten erzähle ich euch gleich noch. Und der Titan Framelock, der macht hier auch anständig sauber zu. Und an Material hinter der Phase habe ich hier knapp unter 0,6 mm, 5,7 waren das gemessen. Das dürfte also vom Schneidverhalten ganz okay sein. Aber ja, das, ich denke, das wird nicht oft passieren. Das ist ein Sammlerstück und das völlig zu Recht. Da wurde einiges probiert, um Historie in dieses Design einzuarbeiten. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich gelungen. Wie schon gesagt, checkt mal die Videobeschreibung aus. Da findet ihr diesbezüglich sehr viel Text. Ich werde aber zum Beispiel, was den Stahl angeht, euch mal ein paar Zeilen zitieren, die Böker angibt. Den Stahl, den wir für unser Damast-Projekt beschaffen konnten, stammten von einer Messerschmitt BF
109 der E-Serie, die 1940 in der Schlacht um England nahe dem Dorf Ashford in der britischen Grafschaft Kent von einer Submarine Spitfire der Royal Air Force abgeschossen wurde. Die konkreten Teile sind die hintere Platte der Pilotensitzpanzerung sowie die Lagerhülse der Propellerwelle. Diese werden von Chad Nichols zu einem kohlenstoffreichen und schnitthaltigen 80-lagigen Damast geschmiedet. Jo, und der lächelt euch jetzt hier entgegen. Ich kann es mir leider nicht verkneifen. Ich finde wirklich, es ist ein sehr, sehr schöner Damast. Es ist eine besondere Klingenform, die halt wirklich die Silhouette des Flugzeugs widerspiegelt. Also natürlich sieht man hier keine Tragflächen, das ist mehr das Rumpfwerk. Der Flipper soll dann auch noch eines der Landeräder darstellen. Hier natürlich dann das Cockpit bzw. die Fliegerkanzel. Und dieser wirklich wunderschön gearbeitete Damast, der wird dann vollgeklatscht mit dem Böker Plus Logo. Und halt der Bezeichnung ME109 Damast. Das mag manch einer mögen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich Böker was Besseres hätte einfallen lassen. Eine Gravur, eine Prägung, einlesern, graviert, wie auch immer, Innenseite der Titanplatinen. Ist da natürlich sofort nicht ersichtlich, aber mit einer Taschenlampe könnte man das anleuchten. Dann kann man das lesen. Das ist doch wunderbar edel dann, wenn das so fein eingearbeitet wird. Also wirklich tricky. Mich spricht es überhaupt nicht an. Ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn so schöner Damast dadurch in seiner optischen Erscheinung tatsächlich sogar gebrochen wird. Nimmt doch einiges an Eleganz. Finde ich sehr, sehr schade. Trifft sich immer wieder, dass die Seriennummer klein vermerkt wurde. Das finde ich okay. Das ist ja wirklich dezent. Ja, ansonsten versuche ich das jetzt einfach auszublenden. Versuche den Rest wirken zu lassen. Gefällt mir sehr gut. Hier die Titan-Framelock-Seite und dann halt im Genauen haben wir hier beim Fett Carbon das Material Toxic Storm und das kommt halt in den Farben Grün, Schwarz und Gelb daher und orientiert sich in diesen Farben dann auch ja charakteristisch an den Tarnanstrich der BF-109. Die hatte damals so einen grün-grauen Grundstrich und der wurde noch abgesetzt mit der Farbe Gelb, auch ein schönes Detail mit der gesamten Linie. Hier noch die, ja, ich nenne es jetzt mal die Visierlinie der Maschinengewehre haben wir noch in der Klinge im Verlauf. Mit dem Cockpit, das sieht schon cool aus. Finde ich wirklich, ist sehr gelungen. Das ist ein cooles Messer. Gibt so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Also wenn es um die Verarbeitung geht. Messer wurde in Taiwan gefertigt. Und die Qualität ist auch gut, aber mehr halt auch nicht. Wenn man sich für dasselbe Geld ein Messer kauft von zum Beispiel Riyadh Knives oder von Wee Knives, dann bekommt man da eine andere Qualität geliefert. Es sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Backspacer, ich glaube, der besteht wirklich aus Kunststoff. Der sollte meiner Meinung nach wirklich aus Titan bestehen oder zumindest aus mattem Aluminium. Finde ich sehr, sehr schade. Dann finde ich, ist der Cutout vom Framelock einfach zu breit dimensioniert. Dagegen dann hier ganz dünn. Ich finde, das schmeichelt nicht wirklich dem Auge. Das hätten die gleichen Toleranzen sein sollen, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen schade. Verbaut wurde noch eine Stahleinlage. Das funktioniert alles ganz gut. Was nur so lala funktioniert, das ist der Flipper. Wir haben einen ganz leichten, ja, ich nenne es jetzt mal rauen Lauf der Klinge, das könnte sich noch einspielen, das ist bei Titanmessern einfach keine Seltenheit. Da läuft das nicht so leicht wie über eine polierte Achse vom Monostahl. Das kann sich noch einlaufen, ist aber auch in meiner Wertung jetzt nicht zu stark in der Gewichtung. Da halt Sammlermesser. Trotzdem, da ist natürlich Luft nach oben, also das ist jetzt kein Messer, das dich von der Flipper-Action
beeindruckt. Und wie gesagt, die Qualität, ich würde sie als gut erachten, aber erwartet da jetzt nicht die Qualität von zum Beispiel Riyadh Knives, We Knives etc. Da wird euch nochmal was anderes geboten. Hier ist es eindeutig die Idee dahinter, dieses Projekt zu verwirklichen, die Historie mit der Messerschmitt. Und wenn man da noch einen persönlichen Bezug zu hat, entweder durch die eigene Familienhistorie oder weil man einfach auf die Thematik Luftfahrt sehr abfährt und dann halt noch ein Messer-Fan ist, eventuell halt die Taler für dieses Messer übrig hat, dann könnte man durchaus schwach werden, da bin ich mir doch recht sicher. Ich finde, das ist ein cooler Stachel. Kommt dann halt in der bekannten Böker Plus Box mit der Böker Plus Tasche. Zertifikat ist natürlich noch mit dabei, abgebildet als Skizze. Das Messer und in Deutsch und Englisch dann halt noch ein paar Daten halt. Chad Nichols, Damast, Fett Carbon. Jo, ein ziemlich cooler Stachel. Ungewöhnliches Projekt, immer wieder cool, was Böker da auf die Beine stellt, das ist schon beeindruckend. Schnell nochmal einen Größenvergleich hinterhergeschoben, das Bugout, ganz bisschen länger von den Dimensionen, der Breite ähnlich, Klinge ein bisschen dünner, das Spyderco UK Penknife, sehr ähnlich in der Gesamtlänge, da kann man sich, was die Dimension der Gesamtlänge angeht, schon sehr gut ein Bild machen. Baut auch dünner auf. Also die Klinge durchaus stabil gehalten beim Böker Plus Messerschmitt Modell. Und nochmal ein größeres dagegen gehalten. Das große Cryptilian von Benchmade. Doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Also da seht ihr schon, das ist nicht das größte Messer. Aber ja, als Sammlermesser ist das auch eher irrelevant. Ja, Claudia, vielen Dank dafür. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, dieses Modell ja in die Hand zu nehmen, anzuschauen. Kommt natürlich gänzlich unbenutzt zu dir zurück. Habe es nur in die Hand genommen und durchaus bewundert, weil gerade dieses Fettcarbon, also das ist schon ein Knaller. Kann echt verstehen, wenn man Fan ist von diesem Griffmaterial, sehr lebendig in der Struktur und hier halt mit dieser ja, historischen Farbgebung durchaus passend und interessant. Und auch der Rest, der mag doch durchaus beeindrucken und überzeugen. Messersammler dürfte dieses Modell hier doch sehr interessant sein. Und da gibt es doch einige da draußen, die auf die Damast-Böker-Modelle abfahren. Und hier, ja, neues Highlight in der Böker-Familie. Jo, und das war's dann auch von mir. Gerne, wenn ihr Bock habt, hinterlasst ihr ein Feedback. Und ich verbleibe wie immer mit All Knives are Great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.